schimmeliger Stoffpuppe. Mit Vergnügen. Wir sehen uns dort. Ich bedauere euren Verlust, Herrin. Aber ich kann eurem Sohn nur Gnade gewähren, wenn er sich ergibt. Ich versuche, ihn zu finden, aber... Die Templer können Abtrünnige nicht tolerieren. Genauso wird es Mutter ergehen, wenn wir nicht vorsichtig sind. Vermute ich richtig, dass dieser Templer nicht hier war, um eurem Sohn alles Gute zu wünschen? Ich bin Ariani. Mein Junge Fenrir. Er ist alles, was ich habe. Meine ganze Familie. Als ich merkte, dass er Magie begabt ist, brachte ich es nicht über mich, ihn zum Zirkel zu schicken. Aber seine Verbindung zum Nichts. Er hat Albträume von Dämonen, deren Stimmen er hört. Lieber verliere ich ihn an den Zirkel, als an sich selbst. Ja, das kann ich verstehen. Ist euer Sohn vorbei? Er hat erfahren, dass ich Sir Thrusk verständigt habe und denkt, ich hätte sein Vertrauen missbraucht. Er glaubt, er kann frei vom Zirkel leben. Aber ich fürchte, dass er sich ohne gute Ausbildung selbst umbringen wird. Das könnte passieren, ne? Das sieht aus wie Tätowierungen der Dalish. Warum lebt ihr in der Stadt? Ich wurde bei den Dalish geboren, kam aber vorübergehend nach Kirkwall und turtelte mit einem menschlichen Händler, Vincento. Als ich schwanger wurde, wollten weder Vincento noch mein Stamm die Bürde eines Elf-Mensch-Mischlings tragen. Ich habe Fenriel allein großgezogen, hier im Gesindeviertel. Erzählt mir die ganze Geschichte. Ich habe vor Jahren erfahren, dass mein Sohn wahrscheinlich magiebegabt ist. Aber wir ertrugen den Gedanken nicht, dass er in der Galgenburg eingesperrt wird und haben uns versteckt. Als die Albträume begannen, hat Fenriel immer noch jeden Kontakt zum Zirkel verweigert. Aber ich glaube wirklich, dass sie die einzigen sind, die sein Leben retten können. Und was ist mit den Dalish? Was für Träume hat er? Er träumt von Dämonen, die ihn rufen und in ihre Welt zerren wollen. Es wird jeden Tag schwieriger, ihn zu wecken. Darum habe ich mich an den Zirkel gewandt. Sie sind die einzigen, die einen Magier vor seinen eigenen Kräften beschützen können. Abscheulichkeiten sind bei Familienfesten immer etwas peinlich. Ja, ein bisschen. Bitte, ihr müsst ihn finden, bevor die Dämonen ihr Werk vollenden. Er muss in Sicherheit gebracht werden. Wenn ihr es nicht für Fenriel tut, dann für Kirkwall. Die Templer sagen, ohne Ausbildung ist jemand wie mein Sohn eine Gefahr für die ganze Stadt. Okay. Ich bringe euren Sohn zurück in Sicherheit. Verstehe. Ich weiß nicht, wohin Fenriel gegangen ist, aber es gibt zwei Orte, an denen ihr mit der Suche beginnen könntet. Sir Thrusk hat nach ihm gesucht. Wenn ihr ihn in der Galgenburg ansprecht, kann er euch sagen, welche Bereiche er bereits abgedeckt hat. Und Fenriels Vater Vincento kehrte kürzlich aus Antiva zurück. Er ist Händler auf dem Unterstadtbazar. Fenriel könnte ihn aufgesucht haben. Erzählt mir von diesem Templer. Ich halte ihn für einen guten Mann. Er hasst Magier nicht, versteht aber, was ich zu lange nicht begriffen habe. Selbst Magier mit besten Absichten sind Sklaven ihres schlafenden Geistes. Wie es scheint, lassen sie euch also doch nicht immer einfach verschwinden. Andere Templer sind weitaus weniger mitfühlend. Ihr seid mit Fenrils Vater nicht verheiratet? Vincento wollte keine Frau oder ein Kind mit Elfenblut. Ich habe ihn nicht mehr gesehen, seit ich es ihm gesagt habe. Ich habe ihm aber geschrieben und über sein Kind in Kenntnis gehalten. Fenrir wollte ihn kennenlernen. Ich lasse euch keinen Augenblick länger als nötig in Sorge. Ja, ne? Er sollte sein eigenes Leben führen, losgelöst von den Fesseln des Zirkels. Jeder sollte das. Der Junge scheint mir einen Atemzug von der Verwandlung in eine Abscheulichkeit entfernt zu sein. Schnell hin zu ihm! Danke. Ich war einsam in meinem Versteck. Es ist eine Erleichterung, sich der Sache endlich zu stellen. Es ist schön. Ach, Herr Jemini. Wie geht es eurer Frau? Erholt sie sich immer noch? Vermisst ihr es? Ferelden, meine ich. Die Stockelfen. Blaubeeren. Die scheinen hier nicht zu wachsen. Und es gab kleine Singvögel mit schwarzen Käppchen auf dem Kopf. Ich vermisse irgendwie die bellenden Hunde. Cute. Ja, hier bellen mich meistens nur Menschen an. Lange nicht so niedlich. Das ist wahr. Menschen sind scheiße. Vor allem zu Elfen, das ist halt richtig schlimm. Ja.
Die machen wir mal weg. Der kann weg. Ja, aber da müssen wir warten, bis wir die entsprechende Stufe haben. Tatsächlich. Verkaufen, verkaufen, verkaufen. So, da ist der Vincenzo. Grüße, Harry. Ihr seht aus wie eine Frau, die feinste Rubine aus Antiva an ihrem zarten Hals zu schätzen weiß. Ich bringe nur die besten Waren aus dem Norden in die freien Marschen. Eigentlich bin ich mehr an eurem Sohn interessiert. Herrin, ich bin Junggeselle. Ich habe nie eine ausreichend schöne und charmante Frau getroffen, die Vincenzo in Ketten legen konnte. Wir sollten den Tag nicht mit so schweren Gedanken verdüstern. Ich könnte euch meine Seide zeigen. Das ist so ein typischer Mann, weißt du, Zeugen und abhauen. Mehr können sie, kann er dann nicht. Also es gibt ja viele Kerle, die so sind. Es gibt auch viele Frauen, die so sind, ne? Aber ja, ist so ein typisches Klischee, der Typ. Wir sind keine Templer, Sarah. Fainwheel hat von uns nichts zu befürchten. Maldition! Ihr seid eine Magierin. Dann seid ihr bestimmt freundlich zu einem Jungen, der sich gegen die Festnahme durch die Templer wehrt. Zu einem Kind mit Elfenblut, das von seinem Menschenvater verlassen wurde? Mit Sicherheit. Der Junge steckt ganz tief drin. Also habe ich ihn zu dem einzigen Mann geschickt, der Maria nicht verachtet. Einem früheren Templer namens Samson. Oh nein. Warum sollte ihm ein Templer helfen? Sein Gewissen plagt ihn, weil er den Templern zu lange gedient hat. Jetzt hilft er Magiern auf der Flucht. Tagsüber ist er untergetaucht. Nachts ist er in der Nähe der Dunkelstadt. Dort findet man ihn am leichtesten. Okay. Dann wollen wir mal so. Wir haben ein bisschen was zu tun nachts, ne? Das ist krass. Familiengeschichte, Knochenkrüger, Siege des Hauses. Haben wir alles an Pflicht? Nee, da fehlt noch was. Machen wir erstmal das. Weil ich halt auch nicht so viele offene Quests haben möchte. Wie kann es nachts nur so gefährlich auf diesen Straßen sein? Ja, das frage ich mich auch. Wir sollten uns diese dämlichen Schläger vor. Mehr? Schwachköpfe auszuschalten macht sich immer bezahlt. Ja, finde ich auch. Wenn es sich dabei um Schläge handelt, die die Straßen tyrannisieren. Nur hallo. Na, ihr Süßen. Wollen wir spielen? So. Sehr schön, sind die auch fertig. Haben wir, Varric, hier, Truhe for you. So. So, jetzt können wir wieder ein bisschen Attribute machen. Bestätigen. Dann kannst du den dann nehmen. So. Haben wir das fertig und dann können wir weitermachen. Ja, manche Quests sind halt auch nur so Sachen, da musst du einfach nur Sachen abgeben und gut ist. So, Lockvogel, Besänftigung, Schwarze Emporium. Wir geben da erstmal die Sachen ab. Das sind hier nur so, so kleine Abgabedinger. Wie habt ihr das Schwert denn erlernt? Schwertern? Na, das was... Tobrius, hallo. Noch mehr Magier. Rede du mit ihnen. Ich befrage die Wachen zu ihrer Ausbildung. Ich kenne euer Gesicht. Ich bin Tobrius.
Ihr und dieser Mann seid beide Hawks. Ja, sind wir. Ich erinnere mich an euren Vater. Malcolm war ein guter Mann. Mein Vater muss einen ziemlichen Eindruck hinterlassen haben. Der Brief ist schon sehr alt. Ich muss seinem eigenen Kind nicht sagen, wie besonders er war. Und was den Brief angeht, es war schmerzhaft, vom Tode des Templers zu berichten. Welcher Templer? Er hat eurem Vater gestattet, Kirkwall zu verlassen. Den Herrschenden ist nicht geholfen, wenn die Besten von uns eingekerkert sind. Ein weiser Mann. Das hätte ich von einem Templer nicht erwartet. Früher konnten die Regeln des Ordens der Situation angemessen ausgelegt werden. Heute ist das nicht mehr so. Okay. Ich hole die Briefe, die ich aufbewahrt habe. In der Familie sind sie besser aufgehoben. Oh. Voll nett. Was für eine Freundschaft. Leute wie euren Vater gibt es nur noch wenige. Und solche wie den Templer noch weniger. Ruht in Frieden an der Seite des Erbauers, Sir Murevar Carver. Ich glaube, die hatten damals einfach nicht so viele Synchronsprecher dafür, um da alles abzudecken. Also, würde mich jedenfalls nicht wundern. Es ist halt wirklich Voraussetzung, dass... Okay. Und hi, Tascha. Na, wie geht's dir? Schön, dass du da bist. Wegen der Farbe, die mir da angezeigt wird, dachte ich erst, es wäre Kara. Das tut mir leid. wie geht's dir so? Ja, geht so. Ja, eigentlich ganz gut. Ich habe halt nur ein bisschen Hals. Aber habe heute den ich habe eben den Arbeitsvertrag bekommen für den neuen Job. Und ja. Ich kann nicht meckern. Gut. Ja, ne? Ja, nächste Woche ist halt Gamescom. Ne? War ich da? Ja, da war ich schon. Okay. Oh Gott, ich bin halt auch ein bisschen dumm. So, wir haben hier irgendwo da lang. Mir geht's den Umständen entsprechend. Okay. Ich denke, die Statue da drüben soll ein Kommentar über das moderne Leben sein. Vermutlich sowas wie, tja, überprüft mal eure Pech gehabt. Ich glaube, ihr habt etwas für mich. Ah, willkommen in Sols Geschäft, werte Freunde. Mein Name ist Solivitus. Seht euch bitte ruhig um. Mein aufrichtiges Beileid, Süße, ne? Ehrlich, es tut mir mega leid für dich. Wenn ihr interessiert seid, könnte ich ein wenig Hilfe gebrauchen, um Abhilfe zu schaffen. Abhilfe schaffen im Geschäft für Tränke? Guter Mann, ihr seid unbezahlbar. Ich hatte das nicht für witzig gehalten, aber in dem Fall werde ich es wohl wieder verwenden. Es ist derzeit zu gefährlich, die Stadt zu verlassen. Und die Substanzen für meine Kreationen gibt es natürlich nur woanders. Vielleicht könntet ihr sie für mich finden. Und keine Angst. Ich würde euch eure Zeit natürlich vergüten. Außerdem dürftet ihr euch eine meiner neuen Kreationen aussuchen. Erstellt eine Liste mit dem, was ihr braucht, und ich werde danach Ausschau halten. Wunderbar. Ihr erhaltet Nachlass auf alle Waren, Sarah. Ich glaube, es ist ganz gut, wenn man dann so ein Abschluss im Sinne von einer Beerdigung hat. Also, ne? Es ist halt, ich weiß auch, als mein Papa damals gestorben ist, da war auch eine Beerdigung, aber meine Mutter hat uns da halt nicht mit hingenommen. Und ja, dementsprechend, da gab es dann für uns gar keinen Abschluss, aber ich glaube, wenn man sich richtig verabschieden konnte und so, dann ist es leichter, denke ich. Also, könnte ich mir vorstellen. Hängt dann auch immer damit zusammen, wie die Beziehung untereinander war und so. Deswegen immer schwierig. Ich kann es halt auch nur vermuten, ne? Kann es sein, dass euch das hier irgendwie abhanden gekommen ist?
hätte nie gedacht, es noch einmal wiederzusehen. Dank. Ich hörte, ihr habt Probleme mit der Knochengrube. Ich könnte behilflich sein. Ja, endlich kommt jemand, um mir zu helfen. Ihr seht zwar etwas unerfahren aus, aber ich hoffe mal, dass ihr das hinkriegt. Ich musste den Betrieb einstellen. Meine Arbeiter sind in der Mine verschollen oder weggelaufen. Geschieht mir recht. Hätte ich bloß keine Flüchtlinge aus Ferelden genommen. Ich habe schon Leute losgeschickt, aber nichts mehr gehört. Vielleicht betrügen sie mich. Ich brauche jemanden, der fähig ist und herausfindet, was vor sich geht. Das ist ja nicht so schön. Wir haben uns halt zu Hause schon verabschiedet, als wir wussten, dass so ein paar Tage sind sie jetzt später nicht mehr die Augen geöffnet. Ja, das ist, boah. Das ist heftig. Das ist krass. Also, ich kann es mir halt echt absolut nicht vorstellen, wie es ist, ne? Ehrlich nicht. Mein Kater frisst Klebeband. Och Gottchen. Aufpassen nicht, dass der das Pika-Syndrom hat, ne? Das wäre halt nicht so toll. Ich gehe in Kürze dorthin. Je früher, desto besser. Jeder Tag, an dem die Mine nicht in Betrieb ist, kostet mich mehr, als die Arbeiter in einem Jahr verdienen. Die Knochengrube liegt direkt vor der Stadt. Sie ist auf jeder Karte verzeichnet. Wenn er das verhäuft macht, würde ich tatsächlich wirklich das kontrollieren lassen. Mit dem Pika-Syndrom ist nicht zu spaßen. Traurig, aber wahr. Irgendwie haben die alle nichts. Die haben nicht so wirklich was, ne? Wie nervig. Ungebetene Rettung. Angeschlagen auf Befehl seiner Exzellenz Vicomte Malot Dumas. An alle fähigen Bürger. Vicomte Dumas bedarf eurer Hilfe. Sein Sohn, Seamus Dumas, ist in zweifelhafter Gesellschaft verschwunden und eine sichere Rückholung wird eiligst angestrebt. Legt eure Befähigung für diese Aufgabe dem Truchsess Bran in der Feste seiner Exzellenz dar und die Belohnung für eure Tat wird großzügig ausfallen. In klingender Münze ebenso wie in dankbarem Sentiment. Okay? Boah, endlich. Mal ein bisschen hier erweitern. So, Geschicklichkeit, Klugheit, Konstitution. Bestätigen. Konstitution immer ganz wichtig, ne Leute? So. Bodan, hallo. Hallo, was, hallo, Garfield? Was tun Sie da? Willst du unter meine Decke oder was? Hallo? Okay, das war gerade ein bisschen flauschig hier unten. Es klingt halt auch so ein bisschen falsch, ne? Ich kann das nicht kontrollieren. I'm sorry. Welcome back, Süße. Welcome back. Ich hoffe, dein Kater hat sich das Ganze hat nicht alles aufgefressen. Ich hoffe, alles ist gut. Katzen. Sie sind immer wieder toll. Komm her. In der Dalish? Hier? Andarana Tishan, Schwester. Guten Tag. Guten Tag. Heda, Vereldenerin, ich möchte mit euch sprechen. Ich habe vernommen, ihr hättet mit gewissen Elementen in der Stadt zu tun. Ihr erledigt Dinge unter der Hand. Ist das richtig? So kann man das auch. Vielleicht, vielleicht auch nicht. Ich bin ein Magistrat. Bist du noch unter Stadt meinem. Ich möchte euch als solcher für eine kleine, aber dennoch wichtige Aufgabe gewinnen. Ein Mann, den ich zu lebenslanger Haft verurteilt habe, ist entflohen. Seine Spur führt zu einer verlassenen Ruine außerhalb der Stadt. Ihr sollt den Flüchtigen in Gewahrsam nehmen und der Wache überstellen.
Weiß ich warum, aber er knabbert immer an den zugeklebten Kartons in dem Plastik an den Sechser. Das machen unsere tatsächlich auch. Deswegen lassen wir mal alles am Plastik verschwinden, weil das kann halt auch eine Krankheit tatsächlich sein. Aber das machen viele kleine Katzen. Also unsere Kleinen machen das auch noch. Also die Großen zum Beispiel, die machen das gar nicht mehr. Aber die Kleinen, die sind da jetzt 2 Jahre alt, frisch. Und die machen das halt immer noch super gerne. Oder auch an Kartons rumknabbern und so. Und ach, die lieben es. Wie sonst was. Es ist schrecklich. Ja. Warum wird so viel Aufhebens gemacht, diesen Mann zu fangen? Was hat er getan? Er ist entflohen. Das ist Grund genug, ihn einzufangen. Ist auf jeden Fall bei kleineren Katzen ist das tatsächlich echt nicht so unüblich, wie man glauben möchte. Also unser Graha, der... Naja, der steckt sich eigentlich alles in den Mund. Das ist schlimm. Wir sind beide intelligente Leute. Da ist etwas in den Ruinen, nicht wahr? Da ist noch etwas, ja. Es gibt Kreaturen in den Ruinen. Die entsandte Wache ist für den Kampf gegen solche Bestien nicht genug ausgerüstet. Ich übernehme die Aufgabe. Bringt mir die Richtigen lebend, rasch und ohne Aufsehen. Ihr erhaltet dafür eine gute Bezahlung sowie die Dankbarkeit eines Magistrats der Stadt. Nützlich für einen Flüchtling, meint ihr nicht? Sei nicht so überheblich, du dumme Sau. Und Andraste sagte, jene, die einem Haus des Erbauers... Danke für dein Lob. Wie wollen sie jemals all diese Banner herunterholen, um sie zu reinigen? So, wir gehen mal in die Kirche. Ach, mein Näschen. Trifft mich jetzt der Blitz, wenn ich erzähle, dass ich die Männer getötet habe, die all das eurer Familie angetan haben? Verzeiht, aber ihr seid mein Aushang an der Anschlagtafel des Kantors. Hat ihre Gnaden ihn hängen lassen? Ich war sicher, dass ihn nicht einmal jemand finden würde, aber ihr sagt, ihr habt sie zur Rechenschaft gezogen? Ihr habt meine ewige Dankbarkeit, Sarah. Es ist tröstlich, dass meine Familie nun in ihren Gräbern Ruhe finden kann. Wer genau seid ihr? Ich bin Sebastian Vale, Prinz von Starkhaven. Ihrer Gnaden wäre es lieber, ich würde mich als Bruder der Kirche vorstellen. Aber ich konnte nicht bleiben nach dem, was meiner Familie zugestoßen war. Warum haben die Feinde eurer Familie nicht auch euch gejagt? Deshalb bin ich ja überhaupt in die Offensive gegangen. Dank euch sind diese Meuchelmörder der Flint-Gesellschaft keine Gefahr mehr. Ich bin der Letzte meiner Familie. Ich muss überleben, damit ihr Gerechtigkeit widerfährt. Wer hat diese Söldner geschickt? Meine Familie hat seit 6 Generationen über Starkhaven geherrscht. Wir haben Feinde, aber keine, die sich offen zu erkennen geben würden. Ein entfernter Vetter von mir beansprucht jetzt die Herrschaft für sich, aber er ist ein wenig einfältig. Er kann bei dem Komplott nicht mehr als ein Handlanger sein. Ihr habt doch sicher eine Vermutung, wer dahinter stecken könnte. Meine Eltern waren stets weise bei der Behandlung unserer Adligen. Rivalitäten und Unmut konnten gar nicht erst entstehen. Der Angriff muss von außen erfolgt sein. Und unser wichtigster Handelspartner ist Kirkwall. Ich kam hierher, um Unterstützung für meine Sache zu erbitten und vielleicht einen Hinweis zu finden, wer der Drahtzieher dieser schmählichen Tat ist. Für eure Eltern mag das nicht mehr von Bedeutung sein, aber vielleicht könnt ihr jetzt etwas besser schlafen. Ja, das hoffe ich auch. Seid bedankt. Immer wieder gerne. Das als Vorschuss. Wenn ich mein Land wieder in Besitz habe, werdet ihr fürstlich entlohnt. Okay. Entschuldigt mich nun. Ich muss beim Vicomte ein Gesuch um Hilfe für eine befreundete Stadt einreichen. Mhm. Ja, dann. Okay, hier ist nichts Interessantes drin. Ist da vielleicht irgendwas Cooles drin? Ja, die Gebote des Erbauers. Ja, der Erbauer. Ich werde nicht verlassen. Andraste, Braut des Erbauers. Diese Kinder. Die armen Waisen aus Ferelden sind einfach fortgelaufen, nachdem wir ihnen etwas wissen. Paar Wollen. Seht mal, was ich gefunden habe. Das, wofür ihr lebt. Und ich nahm wahrscheinlich wohl das Moment. So, mal gucken, was hier irgendwas glitzert. Nee.
Ah, Leute, wir müssen weiter. Keine Müdigkeit vor Dingsen, bla, blablabla. Also, wir gucken uns weiter um. Hier ist auch noch eine Tür. Hier die Gründung der Kirche. Ja.